Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einem Abend mit Gottes Haus. Hallo. Und wir sagen, Gott hat mehr für dich. Amen. Herzlich willkommen. Wir haben oft gebetet in diesem Jahr auch unter diesen veränderten Gegebenheiten. Wir haben auch vor diesem Jahr schon oft gebetet. Ja, vor dem Jahr auch schon, aber in diesem Jahr haben wir gebetet, dass der Herr einen tiefen Hunger und Durst nach seinem Wort in Amen. Unser Land sendet. Und was wir jetzt wahrnehmen, das ist, dass es zu diesem Hunger und Durst immer mehr kommt. Und wir begrüßen vor allen Dingen die Leute, die heute Abend zum ersten Mal dabei sind. Wir haben Post bekommen, wir haben E-Mails bekommen, Anrufe, dass Leute da sind, die sich wirklich freuen auf jeden Gottesdienst, den sie jeden Freitag mit uns zusammen erleben. Ja. Und das, was wir uns wünschen. Also es ist sehr schön, wenn man positive Rückmeldungen bekommt. Das ermutigt uns, also wirklich. Ne? Auch wir brauchen ein bisschen Ermutigung. Ja, wir brauchen auch Ermutigung, das stimmt. Wollen das Volk Gottes ausrüsten, aufbauen. Ja, hochheben. Fit machen, dass sie auf dem Weg mit dem Herrn vorangehen können, im Kampf stehen können, ihren Lauf laufen können und so weiter. Ja. Also Ausrüstung und Zurüstung für den Leib Christi, das ist das, was uns auf dem Herzen liegt. Genau. Und das, was wir uns auch wünschen, ist, dass der Heilige Geist heute Abend Raum in uns allen gewinnt. Amen. Dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Dass wir unseren Glauben ausstrecken nach mehr von ihm. Nicht das, was wir von unseren Vergangenheitserlebnissen noch wissen oder wie wir geprägt wurden, ist Stand der Dinge. Sondern Gott hat einfach uns reich den Tisch gedeckt. Und er wird uns heute Abend mit seinem Amen. Wort wirklich versorgen. Yes. Und wir haben gebetet, dass wir ausgerüstet werden mit der Erkenntnis Gottes, mit seiner Weisheit. Dass wir beschenkt werden mit Gunst Gottes, mit Versorgung, mit Hilfe, mit Ermutigung, mit Zuversicht. Egal, was du heute Abend wirklich für dich brauchst, streck dein Herz aus, streck deinen Glauben aus, dass du sagst, Herr, ich brauche etwas Frisches von dir. Amen. Wenn du müde geworden bist in dieser Woche, uns haben in dieser Woche wieder einige Gebetsanliegen erreicht, wo es um diese Niedergeschlagenheit geht, um diese Angst und auch um die Probleme mit den Kindern und all diese Dinge. Wenn du eine Erfrischung brauchst, der Herr hat Erfrischung für dich heute Abend. Amen. Und wir wollen lernen, dass wir uns auch gegen den Feind positionieren. Nicht er hat das Sagen in unserem Leben, sondern das, was der Herr sagt. Genau. Und wir wollen in dieser Botschaft wirklich hören, wie wir dem Feind gegenübertreten. Ja, also heute geht es wirklich, dem Feind eine reinzukloppen. Ja, reinzuwirken, genau. So, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und lass uns jetzt am Anfang miteinander beten. Komm zur Ruhe, leg die Dinge des Tages vielleicht zur Seite, wenn du kannst. Schaff einen Raum in dir. Das geht auch, wenn außen nicht alles so still ist. Aber wir können einen Raum in uns schaffen, dass wir sagen, Herr Jesus, du und ich, es geht nur um dich und mich. Es geht um nichts anderes jetzt mehr und ich brauche diese Zeit mit dir. Lass uns wirklich jetzt gemeinsam zu ihm kommen und vor den Vater im Himmel treten. Vater, ich danke dir, du bist im Himmel und wir erheben jetzt deinen Namen. Wir rufen aus, du bist heilig. Du bist hoch erhoben über alles. Vater im Himmel, du bist erhoben über alle unsere Umstände, über unsere Kinder, über unsere Verwandten, über Freunde, über Arbeitskollegen. Wir rufen aus, dein Name ist heilig. Wir sagen, dein Reich ist in Jesus Christus gekommen. Yes, Amen. Dein Reich, Jesus, hat in uns Gestalt angenommen.
Wir beten, dass dein Wille geschieht, wie er im Himmel beschlossen ist, dass er so hier in unserem, in meinem und deinem Leben geschieht, dass er sich im Natürlichen zeigt. Wir beten, dass du uns mit dieser Versorgung unseres täglichen Brotes immer mehr ausrüstest. Dass wir haben mehr als Brot. Wir haben mehr als uns, als wir nötig haben. Und Herr, wir beten für die, die viel mehr noch brauchen, dass du sie beschenkst, dass du sie versorgst. Wir danken dir, Herr, dass du uns unser tägliches Brot gibst. Herr, und wir beten, dass du uns unsere Schuld vergibst. Da, wo wir schuldig geworden sind, wo Sünde in unserem Leben ist. Herr, ich spreche das Wort aus, was in der Bibel steht. So ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht. Dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vergib uns unsere Schuld. Und Herr, wo jemand an uns schuldig geworden ist, hilf uns, dass wir Raum machen, den Menschen zu vergeben, die schuldig an uns geworden sind. Wir wollen ihnen vergeben. Und Herr, wenn Versuchung in unser Leben durch den Feind kommt, rüste uns aus, dass wir in der Versuchung stehen bleiben können, dass du uns zu Überwindern ausbildest, dass wir in der Versuchung nicht leiden oder untergehen, sondern dass du uns mit deiner Kraft ausrüstest. Amen. Und Herr, wir danken dir, dass du dem Feind begegnest. Und dass du uns von diesem Bösen erlöst. Wir danken dir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet, vielleicht habt ihr das gemerkt, das ist angelehnt an dieses Gebet, was wir alle kennen, was Millionen Menschen jeden Tag auf dieser Erde beten, weil sie es kennen aus der Bibel. Das ist dieses, was wir das Vaterunser nennen. Und dieses Gebet, was Jesus seinen Jüngern in Auftrag gegeben hat, wo er gesagt hat, wenn ihr betet, dann betet so. Das ist etwas, was mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat. Und wenn ich bete, dann fallen mir diese Worte ein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich beginne in meinem Geist, um diese Worte drumherum zu beten und sie für mich in mein Herz reinzuholen. Sie zu verstehen, sie zu meinem eigenen zu machen. Mich mit dem Heiligen Geist zu verbinden, dass er mir diese Worte von diesem Gebet, was Jesus gegeben hat, dass er sie mir übersetzt. Also und dass ich mit deinen Worten das Gleiche betest. Ich bete mit meinen Worten das Wort Gottes. Und das ist etwas, was wir öfter sagen und betonen, dass wir die Worte aus der Schrift, dass wir sie zu unserem eigenen machen. Weißt du, ich kenne viele Leute, auch kirchlich orientierte Leute, die beten das Vaterunser runter wie ein auswendig gelerntes Gedicht. Aber es hat nicht Wurzeln in ihrem Geist geschlagen. Und das passiert, wenn du Bibelwort nimmst und deine eigenen Worte im Gebet darum formst. Und der Heilige Geist wird dich beschenken mit einer tiefen Weisheit, mit Erkenntnis, mit einem Reichtum aus seinem Wort. Und das möchte ich dir sehr, sehr gerne ans Herz legen. Ja, eine Sache, die wir sehr häufig machen und die wirklich wichtig ist, wenn man die lernt, ist, dass man biblische Texte nimmt, biblische Aussagen Wahrheiten. Nimmt und sozusagen in der Ich-Form betet. Dass das für mich gilt, dass das etwas ist, was der Herr für mich tut. Also beispielsweise neulich haben wir über Psalm 18 gesprochen. Ja. Das ist ganz grandios, wenn man das in dieser Ich-Form betet. Oder Psalm 91. 23. Psalm 23, alle diese, einfach, dass man sich bewusst macht, hey, das geht um mich. Ja. Ich bin die Person, zu der Gott hier spricht. Das kann ich für mich beanspruchen. Und das gibt natürlich einen ganz anderen Zugang häufig zu einfach diesen wichtigen biblischen Wahrheiten. Ja, es kommt eine ganz andere Art der Ermutigung in mein Gebetsleben,
weil es hebt mich raus, auch aus diesem, Herr, mach doch bitte und tu doch bitte und könntest du nicht mal und warum warte ich hier immer noch? Sondern wir sehen den, der beim Vater ist und der, wir sind mit ihm verbunden und diese Identität, die wir in Christus haben, Halleluja. Das sind alles Dinge, die uns wirklich beschenken. Und wenn du morgen oder übermorgen Zeit hast, nimm dir dieses Gebet mal vor und schreib es dir daneben. Wie würde ich das denn beten, wenn es nicht schon so vorgegeben wäre? Und wie kann ich dahin kommen, dass der Heilige Geist sich mit mir verbindet und mich einfach lehrt, in diesen Worten zu beten? Amen. Ich habe mich damals so sehr mit beschäftigt, vor allen Dingen mit dieser letzten Aussage, denn dann ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Ja. Also da habe ich wirklich drüber gebrütet und mich mit beschäftigt und so weiter. Und da ist sogar ein Buch draus entstanden. Ja, das stimmt. Weil diese drei Aspekte, Reich, Kraft und Herrlichkeit, ja, das Reich, was kommen soll und was mit diesen Attributen kommt und was so zu erkennen ist. Ich dachte, um was geht es da überhaupt, was Jesus uns sagt? Millionen von Christen beten das jeden Tag. Ja, genau. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja. Was beten wir da eigentlich? Wir beten etwas, dass das Reich Gottes in unserer Gesellschaft, und in unsere Christenheit hineinkommt in einer ganz anderen Dimension, als es bis jetzt zu sehen ist, nämlich so, wie es im Himmel ist. Ja. Genau, und da habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, stimmt. Das heißt, das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Ja. Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und am Anfang geht es hier ums Vaterunser auch ein bisschen, weil ich sage, genau das ist es. Und dann, große Kapitel über diese drei wichtigen Themen, die wirklich was ist von das Reich? Entscheidender Bedeutung sind. Ja, was ist das Reich? Was ist das Reich? Was ist das Reich Gottes? Von welchem Reich sprechen wir? Was beinhaltet das Reich? Was ist die Kraft, von der hier gesprochen wird? Genau. Ja, so viele Christen wollen Kraft haben und so weiter. Hier, da weißt du, worum die Kraft geht. Und natürlich Herrlichkeit. Ja. Also Herrlichkeit ist eines der grandiosesten Themen überhaupt in der Bibel. Die Herrlichkeit ist vom Herrn, das ist die Herrlichkeit. Da, wo er ist, das ist sein Ausdruck, das ist die Herrlichkeit. Also dieses Buch bei uns im Shop kannst du gerne bestellen, 13,90. Gibt es übrigens auch als Kindle, wenn du das lieber haben willst. Ja. Amazon Kindle. Also das ist ein Buch, da geht es tatsächlich um diese drei super wichtigen Aspekte von diesem super wichtigen Gebet. Ja, ich habe noch dieses Abendmahl. Ich habe noch was. Dieses Vaterunser. Ich habe noch was. Ja. Wenn wir schon beim Shop sind, wir haben noch hier ein kleines Büchlein. Der jüdische Hintergrund zum Vaterunser. Ach, stimmt. Das ist jetzt tatsächlich ein von Brett Young, ein Büchlein über einfach den jüdischen Aspekt, aus dem das ja entstanden ist, das Vaterunser, was da drin steckt. Ne? Also Hintergrund. Ja. Informationen aus dem Hebräischen. Genau. Und dieses Büchlein einfach beleuchtet das mal ein bisschen, einen Aspekt, der uns Heidenchristen häufig komplett ein bisschen unterbelichtet ist. Haben wir bei uns auch im Shop, kostet 6 Euro. Ist nur ein ganz kleines Büchlein, aber es geht um diesen einen Aspekt, jüdischer Hintergrund. Okay. Ne? Auch interessant. Okay. Also ihr seht, wir haben wieder den Werbeblock. Na, das war nicht so werbemäßig. Aber es ist uns tatsächlich wichtig, dass ihr wieder ganz neu zum Lesen findet und euer Glaube gebaut wird. Ich lese viel, wir lesen viel und wir bauen unseren Glauben durch das, was andere schon beschrieben haben, das, was andere schon errungen haben. Und dass sie es uns leichter machen, es im Geist zu fassen und wirklich davon ernährt zu werden. Amen. Okay, jetzt haben wir eine kleine Lehrstunde. Noch nicht. Erstmal sage ich was zu letzter Woche. Na gut, wir warten auf die Lehrstunde. Letzte Woche hatten wir gesprochen über die Nissi-Beter. Ach ja. Da werde ich hinterher auch noch mal drauf kommen. Und da gab es natürlich eine Fülle von Rückmeldungen und Mails und Kommentaren. Und auf einen möchte ich eingehen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich was sagen zu dieser Woche, was da passiert ist. Am vergangenen Dienstag, ein paar Tage zurück, hat Gesundheitsminister Spahn für Aufsehen gesorgt,
Und er hat nämlich gesagt, und zwar eine Äußerung, die an Brisanz eigentlich gar nicht zu überbieten ist, er hat gesagt, dass die im März verhängte Lockdown-Maßnahmen in der Form irgendwie, ein bisschen drumherum geredet, eine falsche Entscheidung waren. Ne? Mit dem heutigen Wissen hätte man weder Einzelhandel schließen, noch Friseuren und anderen Dienstleistern die Arbeit verbieten müssen. Nicht einmal die Altenheime hätten so in der Form geschlossen werden müssen. Also wenn ich das so, was er da gesagt hat, richtig interpretiere. Was ich eigentlich, ich will da gar nicht weiter darauf eingehen, über diese Aussage, die ja eigentlich ein Erdbeben ist, ja, wenn man sie mal wirklich nimmt, spricht für sich. Was ich eigentlich sagen will, ist Folgendes. Seit März gibt es Leute, die weisen genau darauf hin und sagen, Achtung, was ihr hier macht, ist nicht richtig, ist es überzogen, da gibt es, schau doch mal und mach doch mal und so weiter. Und jeder Einzelne seit März, der den Mund aufgemacht hat und der irgendetwas gesagt hat in die Richtung, wurde als Rechtsradikaler, als Spinner, als Corona-Idiot, als Verschwörungstheoretiker beschimpft und diffamiert. Und jetzt sagt der Bundesgesundheitsminister, ach übrigens, war ein Versehen, ja, haben wir uns ein bisschen geirrt. Hätten wir gar nicht so machen brauchen. Weißt du, das ist das Problem. Also ich spreche jetzt natürlich zu Christen. Die Christen, wir sind häufig so angepasst, dass jeder, der irgendwas hinterfragt, sofort geoutet wird. Der wird sofort ausgegrenzt. Ja? Jede Kritik, jedes Hinterfragen, was normal ist, was sinnvoll ist, was gescheit ist, was demokratisch ist, wird sofort als ein Drama angesehen. Ne? Das ist etwas, was wirklich nicht in Ordnung ist. Ne? Wir wurden, auch gleich sage ich das nochmal, als Verschwörungstheoretiker, als Rechtsradikale und so weiter beschimpft und sonst was. Warum? Beispielsweise, weil wir nur darauf hingewiesen haben, letzte Woche, Achtung, am Samstag ist diese Demo in Berlin. Ja, da ist weil wir dafür gebetet haben. Ja, wir haben dafür gebetet, und, weil wir wussten, ein ganzer Schwung Leute fährt dahin. Manche haben gesagt, wir freuen uns, wir fahren hin, es wäre super, wenn ihr beten könntet, im Gebet hinter uns steht. Wir haben auch an dem Tag, an dem Samstag etliche Male gebetet. Und das war uns auf dem Herzen. Warum? Demonstration ist ein urdemokratisches Grundrecht, ein Zeichen für eine intakte Demokratie, dass es eben Demonstrationen geben kann. Ich möchte jetzt gar nicht über diese Demonstration großartig was sagen, denn die Medien haben das Ding sowas von verzerrt dargestellt und in ein schräges Licht gebracht durch diese eigentümliche Geschichte da mit dem Reichstag, wo 300 Leute da die Treppe hochgegangen sind und dann übrigens von dieser Gruppe Antifa Zeckenbiss ausgelöst. Ja, die haben da irgendwas gefilmt und die haben das in die Wege geleitet. Also eine linksradikale Gruppe. Die haben dann das in die Wege geleitet, dass es heißt Sturm auf den Reichstag. Sturm auf den Reichstag. Das musst du dir mal vorstellen. Also so ein Wahnsinn. Ja, da waren, wenige Fahnen von diesen Verrückten da. Aber das wurde sowas von, wie soll ich mal sagen, überzogen dargestellt und hat die Demonstration in keiner Weise in richtiges Licht gestellt. Also vollkommen krank, vollkommen daneben. Ne? Und nur als Erinnerung, vor ein paar Jahren erst, haben grüne Aktivisten, die haben den Reichstag wirklich gestürmt. Die haben Banner aufgehängt am Reichstag und so weiter. Kein Politiker hat was gesagt. Das war überhaupt nichts. Und jetzt wird da eine erlesene Betroffenheit inszeniert, die schon sehr befremdlich ist. Es waren viele, viele, viele 10.000 Leute da und die Veranstaltung war komplett friedlich. Eigentlich hatten wir ja auch an dem Freitagabend für Frieden gebetet, dass es zu Divine Appointments kommt, dass Menschen mit anderen ins Gespräch kommen. Und sie wirklich die gute Botschaft von Jesus dort vor Ort im Gespräch mit Leuten haben werden. Und das wurde uns auch als Rückmeldung wieder zurückgeschrieben. Ja, und es ist so, es gab auch Leute, die haben gesagt, Christen demonstrieren nicht. Es ist quasi uns verboten. Also ich weiß nicht, was bei manchen Leuten im Hirn rumgeht. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wir schätzen eine Internetseite sehr. Und zwar ist das die von der Vera Lengsfeld. Und da gibt es immer sehr gute Texte. Also das ist guter Journalismus, den die bringt. Und dann eben auch so kritische Sachen und so. Und da kannst du was sehr Interessantes lesen, was über diese Reichstagsgeschichte und so weiter und die Demonstration. Wenn du das dir anschauen willst, einfach www.vera, also mit V, vera-lengsfeld, mit E, lengsfeld.de. Das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete und
Journalistin jetzt. Ja, wir schätzen das, weil die eine ganz Sie macht auch eine gute Recherche. Ja, ja, und extrem gut. Sie fragt nach, wie ist es dazu gekommen, und sie guckt auf alle Beteiligten da drin. Ja, also es ist extrem ausgewogen, aber eben wesentlich besser, solider, richtig, als eben, wenn du eine sehr stark manipulative Berichterstattung irgendwo anders dir bekommen ansiehst. Okay, was ich aber sagen will bei dieser ganzen Demonstrationsgeschichte und weil wir auf diese Nissi-Beta hingewiesen hatten, ich sage dir ja noch, was das ist, wenn du es nicht mitgekriegt hast, eine Lady, dem Namen nach eher eine Jüngere, hat uns angeschrieben in einer Schärfe und einer Aggression, das war wirklich sagenhaft wegen der Demo, ja, und hat gesagt, wie könnten wir es wagen, so eine Demonstration überhaupt nur gut zu heißen und so weiter. Wir wären ja wohl Rechtsradikale, wir wären ja wohl Verschwörungstheoretiker. Ja, wie ist das damit vereinbar, dass man Christ ist? So, okay, gut, das lassen wir mal stehen, aber dann kam der Clou. Sie hat jetzt wegen dieser Gebetsgruppe gefragt, betet ihr für oder gegen die Regierung? Ich habe über diese Frage nachgedacht, weil ich habe ich nie gedacht. Hättet ihr für oder gegen, also es war sehr aggressiv, verletzend war das gemeint, für oder gegen die Regierung? Ich musste erst mal das durchdringen. Was möchte die Frau? Und letztlich will ich dazu sagen, das ist ein komplett falscher Ansatz. Das ist nach meinem Verständnis komplett am Thema vorbei. Sozusagen die falsche Frage. Und ich will dir das erklären, was ich damit meine. Schau, wir beten für Licht. Wir beten für Wahrheit. Ja. Wir beten für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Wir beten für Zurückdrängen der Finsternis. Für Offenbarwerden von bösen Dingen, auch von den Mächten der Bosheit. Ja, offenbar werden von dämonischen Strukturen, von Korruption, von irgendwelchen Netzwerken, die nicht in Ordnung sind und sowas. Das beten wir. Ne? Wir beten für das Gute, wir beten Gerechtigkeit. Ja, wir beten das, weil wir wissen, im Negativen schadet es uns, unserem Volk, unserer Nachkommenschaft und allen Menschen, die in unserem Land leben. Keiner will das. Ja, und deshalb beten wir für diese Dinge. Das sind Dinge, die gemäß dem Wort Gottes einfach im Willen Gottes sind. Das ist völlig gescheit, ne? Vernünftiges Gebet. So, jetzt muss ja jeder, der für die Wahrheit ist, der für Gutes ist, ja, kann damit ja keinen Stress haben, wenn man in der Richtung betet. Ne? Kein Politiker darf Stress damit haben, wenn man beispielsweise für Aufdeckung von Korruption oder von irgendwelchen geheimen Sachen oder irgendwelchen unsauberen Dingen betet. Denn jeder Politiker sagt, ich stehe für das Gute, ich bin vom im Licht Volk gewählt und so weiter. Ja? Alle behaupten, Politiker, Medienleute, Regierung, Behörden, alle behaupten, dass sie der Wahrheit verpflichtet sind. So, wenn wir also für Wahrheit beten, kann eigentlich gar keiner Stress damit haben. Jeder müsste das begrüßen, außer diejenigen, die es behaupten, aber nicht wirklich tun. Ne? So, das heißt, für jeden, der in dem Sinne für die Wahrheit steht, für Licht steht, ist es etwas Gutes, wenn wir in die Richtung beten. Nur für die Leute, die eine Show machen und wo es nicht die Wahrheit ist, da ist es dann eben kein Segen. Und das ist nach unserem Verständnis Gebet im Sinne der Bibel. Ja? So, wir nennen nicht Gutes böse und Böses gut, nur weil es vielleicht politisch korrekt ist. Ja, sondern wir beten das, was Gott einfach an Maßstab hat. Und was mir sehr wichtig ist, wir kippen nicht in Zuckerguss im Gebet über irgendwelche Dinge, die dem Reich Gottes widerstehen. Ja, die nicht der Wahrheit Gottes gemäß sind. Ja, so. Und wir segnen auch keinen, der einen Fluch über Millionen von Menschen bringt. Sondern wir segnen diejenigen, die real Gutes tun, weil wir formulieren unsere Gebete so. Und ich glaube, das ist das Vernünftigste und Gescheiteste, was man machen kann. Ja. Ne? So, von daher ist es nicht so, wir beten für oder gegen die Regierung, das ist völliger Unsinn. Wir beten, dass die Maßstäbe Gottes hervorkommen, für Licht, für Klarheit, für Wahrheit, für Gerechtigkeit und so weiter. Mhm. Das kann die Regierung eigentlich nur gut finden, ja, bestimmt, weil die Bösen und diejenigen, die nicht sauber sind, die werden dann eben bloßgestellt. Ja. Meiner Meinung nach perfekt. So, aber jetzt nochmal zu dieser Frage von dieser Dame. Ne? Ich möchte dir eine biblische Begebenheit dazu noch kurz erzählen.
Und zwar war Israel 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, waren sie 40 Jahre durch die Wüste gelatscht. Eine ganze Generation war gestorben. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo sie das verheißene Land einnehmen sollten. Josua, ne? Ihr wisst, ja, über den Jordan und dann kurz vor der Einnahme von Jericho. Und Josua ist irgendwie unterwegs, wahrscheinlich im Gebet, allein. Und auf einmal sieht er jemanden. Er sieht den Herrn über die himmlischen Armeen. Die Armeen des Himmels, den sieht er. Ja? Und da lesen wir in Josua 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres Jahwes. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres Jahwes zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Krasse Sache. Weißt du, was hier klasse ist? Josua geht hin und stellt die Frage, Freund oder Feind? Freund oder Feind? Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und was sagt hier dieser Oberste über das Heer des Herrn? Er sagt, nein. Nein. Das ist keine. Was für eine Antwort. Was für eine Antwort. Er sagt, nein. Freund oder Feind? Nein. Interessant. Für, ne? Oder gegen? Nein. Ja? Er sagt, es ist nicht so einfach, es ist nicht so platt. Ja. Ja? Im Grunde genommen verstehe ich das so, dass er sagt, ich, also der Oberste des Heeres, ja, sagt, ich stehe für das Reich Gottes. Ja. Wenn du, Josua, im Willen Gottes vorangehst, ja, dann bin ich auf deiner Seite. Genau. Wenn du gegen den Willen Gottes agierst, bin ich dein Feind. Dagegen. Ganz einfach. Ich bin nicht einfach für oder gegen dich, sondern ich stehe für ein anderes System. Ich stehe für das Reich Gottes. Das stimmt. Entweder bist du auf der Seite oder du bist auf der anderen Seite, dann bekämpfe ich dich. So, und das ist genau die falsche Frage oder die nach meinem Verständnis nicht glücklich formulierte Frage von dieser Dame. Wir würden sagen, wir beten für Licht und gegen das, was in der Dunkelheit geschieht. Wir beten für Gerechtigkeit und gegen Ungerecht, Lüge, Manipulation. Wir beten für das Reich Gottes, gegen die Mächte der Bosheit. Ja. So, und es gibt Politiker, Medienleute, Wirtschaftsleute, Finanzleute, alles, für die ist das der größte Segen. Ja. Und es gibt welche. Und es ist für unser Volk das der größte Segen. Absolut, 100%. Also, und es gibt Leute, für die ist das etwas Schädliches, wir stehen weil ihre für Sachen das Volk offenbar werden. Ja. Ne? Da bin ich auch gleich mit fertig hier, aber zwei Bibelstellen dazu möchte ich echt noch loswerden. Die sind so klasse. Und ich glaube, dass sie wirklich für unsere Situation in Europa, in dieser Zeit, in diesem Jahr 2020 und darüber hinaus gelten. Lukas 12, Vers 2 bis 3, da heißt es, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird, sagt Jesus. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Das ist genau der Punkt. Wir beten für Licht gegen die Finsternis. Ne? Im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Yes. Das ist beispielsweise was, was wir über unsere Nation proklamieren und beten. Das ist etwas, wo wir sagen, in der Richtung wollen wir beten. Ja, dass diese Dinge im Finsternis verborgen ans Licht kommen. Ja. Und dass sie proklamiert werden, dass sie nicht irgendwie falsch dargestellt werden, sondern von den Dächern ausgerufen werden. Und noch eine andere Stelle, ebenfalls auch Lukas 8, Vers 17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Es ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Amen. Amen. Yes. Und das ist das, was wir wirklich uns in dieser Phase wünschen, dass Sachen ans Licht kommen. Schau, das ist genauso eine Bibelstelle, wie wir das am Anfang gesagt haben mit dem Vater Unser. Diese Bibelstellen kannst du nehmen für dein Gebet, und du kannst sie verwenden, damit du dich festigst und damit du weißt, was du betest, wie du in der richtigen Richtung betest, dass du für Licht betest, für Offenbarwerden,
für wirklich Offenlegen der Dinge und für eine Veränderung. Lass uns für Veränderungen in unserem Land beten. Lass uns beten, dass die Dinge einen Shift erleben, dass das nicht so bleibt, wie es jetzt ist. Amen. Wir müssen antreten, aufstehen und uns wirklich positionieren. Ja. Es hat so viel Kampf in den letzten Monaten gegeben, so viel Risse, so viel gegeneinander. Wir müssen doch sehen, dass wir dieses Land wirklich umbeten mit Gutem, mit dem, was vom Herrn kommt, was seinem Willen entspricht. Ja. Und am besten ist das eben, wenn man solche Bibelworte nimmt und sie als Wahrheit wie auf einen Leuchter hinstellt und sagt, das ist die Wahrheit. Und das beten wir. Und wir beten mit dem Heiligen Geist. So, und genau so jetzt kommt die Lehrstunde. Wir beten gemäß der Bibel, nach den Maßstäben des Herrn. Das ist einfach so wichtig. Jetzt wird Martin uns... Im Namen Jesus Christus segnen wir gerade jetzt das deutschsprachige Europa. Und wir rufen aus, dass das, was hier in diesen Bibelstellen im Lukas-Evangelium verkündet ist, dass das, was im Verborgenen, im Finsteren ist, ans Licht kommt, dass es öffentlich bekannt wird, dass das gilt. Dass das gilt und dass das wirklich hier Realität wird in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Deutschland, überall, wo deutschsprachige Menschen leben und auch darüber hinaus. Wir sprechen aus, das, was verborgen ist, was geheim ist, was geflüstert ist in den Kammern, es kommt ans Licht. Es kommt ans Licht, es kommt eine Welle von Licht. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über diesen Traum, diese Vision von diesem Engel, der diese Kugel von gigantischem Licht auf Deutschland wirft. Und alles ist im Licht. Und das ist genau das, was wir beten. Wir sprechen aus, es kommt Licht über unsere Nation. Und was im Dunkeln ist, wird offenbar werden. Im Namen Jeshua HaMashiach. Amen. Amen. Yes. Aber jetzt. Aber jetzt. Ja, jetzt das muss sich irgendwie loswerden. Jetzt kommt die Strategie. auch genauso eine Sache, Licht in die Machenschaften von einem Kämpfer in der Bibel, und ich liebe diese Story. Ihr werdet begeistert sein und viel davon mitnehmen. Na, das war jetzt aber Vorschusslorbeeren. Ja. Na, schauen wir mal. Okay, du solltest dir deine Bibel besorgen, und das ist wichtig. Und wenn du sie hast oder deine App, schlag mal auf Jesaja 9. Jesaja 9. Ich möchte ein paar kleine Vorbemerkungen machen. Und zwar zunächst einmal der menschliche Körper, also der Body, ne, der Fleisch. Ne, der menschliche Körper besteht in seiner chemischen Zusammensetzung tatsächlich nahezu identisch aus dem Gleichen wie die Erde. Also wie einfach der Erdboden. Und wir wissen ja, nach dem Tod verfällt dann auch dieser Körper, diese Hülle, und wird auch wieder zur Erde tatsächlich. So, und die Bibel bezeichnet den menschlichen Körper dann häufig als ein Gefäß, was Irden ist, was aus Erde ist, ein irdenes Gefäß. Ne? Beispielsweise in 2. Korinther 4, ab Vers 6 findest du das. Ein irdenes Gefäß, also aus Erde. Ich sag's mal ein bisschen salopp, es ist wie ein Tontopf, wie ein Tonpott. Der Mensch ist im Grunde genommen aus Erde gemacht, ein Tonpott. Und dieser Tonpott kommt tatsächlich in der Bibel ein paar Mal vor, wenn es um den Mensch geht, also als ein Bild für den Menschen. Okay. Noch eine andere Vorbemerkung, die sehr wichtig ist und wo wir häufig auch drüber sprechen. Im Alten Testament, die Dinge, die dort passiert sind, die sind im Natürlichen. Und heute für uns im Neuen Bund sind das Dinge, die sehr ähnlich im Geistlichen passieren. So, wenn du beispielsweise im Alten Testament findest, dass das Volk Gottes Feinde hatte, im Natürlichen, dann gilt das heute so, dass das Volk Gottes heute auch Feinde hat im Geistlichen. So, und die Feinde, die es damals im Alten Testament gab, sind Feinde, die es heute auch gibt, auf der geistlichen Dimension. Damals hat der Feind natürliche Feinde, Völker gebraucht, um gegen Israel zu gehen. Heute gebraucht der Feind dämonische Kräfte, um gegen uns, als das Volk Gottes, zu gehen. Ja? So, und diese Völker und Gruppierungen, die wir im Alten Testament haben, das ist extrem interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Und da geht es heute um so ein Volk. Nicht wahr? Der Kampf ist genauso gefährlich, genauso ernst, es geht genauso um Leben und Tod, wie damals zur Zeit des Alten Testaments.
Nur er findet auf einer anderen Ebene statt, der Ebene des Geistes. Deshalb sagt auch Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ja, sondern bewegen uns auf einem ganz anderen Level. Gut, jetzt hoffe ich, dass du Jesaja 9 gefunden hast. Ich lese euch das mal vor. Das ist ein Text, der wird meistens zu Weihnachten gelesen, ne? Aber der hat eine wirklich ganz interessante und ganz, ganz bemerkenswerte tiefe Bedeutung. Jesaja 9, Abvers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Yahweh Zebaoth wird dies tun. Yahweh Zebaoth, des Herrn der Herrscharen heißt das. Das ist eine sagenhaft grandiose Bibelstelle. Das ist wirklich gut. Die solltest du dir anstreichen. Am besten streichst du dir in Schwarz-Rot-Gold an. Okay, schauen wir uns nochmal an. Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt. Da leben Leute in Finsternis, im Dunkeln. Sie haben kein Licht, sie haben keine Helligkeit, sie haben keine Erkenntnis. Sie sind in Finsternis, sie sind umnachtet. Umnachtet. Ne? Dieses Volk könnte man beispielsweise prophetisch für unser Volk nehmen. Ne? Dieses Volk sieht ein großes Licht. Auf einmal ist Licht da. Die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Die leben in der Finsternis, die wohnen in der Finsternis. Das ist ihr Platz, den sie kennen. Das ist das, wo sie sich drin aufhalten. Weißt du, für uns als Christen ist das so, wir sind Kinder des Lichtes. Wir sind gerettet, erlöst, befreit. Wir haben ein völlig anderes Leben. Aber die Menschen, die das nicht haben, die sind in der Finsternis. Die sind im Dunkeln, die wohnen in dieser Finsternis. Blicken gar nicht durch, was eigentlich wirklich läuft, was ihr Leben macht. Ja, sie sind auf dem Weg, immer schön sanft nach unten, bis in die Verdammnis. Und sie kapieren es überhaupt nicht mal. Ne? So, diese Leute, auf einmal Licht. Was ist die Folge? Du vermehrst den Jubel. Das Licht bringt Jubel hervor. Deshalb bitten wir für Licht. Licht bringt Jubel hervor. Halleluja. Du machst die Freude groß. Wenn das Licht kommt, entsteht Freude, entsteht Begeisterung. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Okay? Ernte. Müssen wir uns merken. Kommen wir gleich noch drauf. Ernte. Wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Es ist nicht umsonst, dass Jesaja diese beiden Vergleiche hier bringt. Ernte und Beute. Ernte und Beute. Tiefe Bedeutung. Kommen wir noch drauf. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt dreimal denn. Dreimal denn. Erstens. Denn das Joch ihrer Last, also das Loch, Joch, was auf sie gelegt worden ist, den Stab auf ihrer Schulter, der so auf sie gelegt ist, der sie runterdrückt, der die Autorität, die Herrschaft, die über ihnen ist, ja, bedeutet. Den Stock ihres Treibers. Es gibt jemand, der treibt sie mit einem Stock und treibt sie an und peinigt sie und treibt sie voran. Ja? Diesen Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Hier geht es um die Herrschaft, hier geht es um Autorität. Ja? Es geht um etwas, was auf dem Volk liegt. Ja? Joch, Herrschaft, ein Treiberstock, mit dem sie gepeinigt werden. So, in Jeremia 48, Vers 17 lesen wir beispielsweise,
Wie ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät? Dieser Stab steht für die Autorität. Ja, denk mal an Mose, der hat auch einen Stab. Ne? Er steht für die Autorität, er steht für die Position. Und dieser Stab, dieser Stock wird zerbrochen im Zusammenhang, dass das Licht kommt. Die Macht der Finsternis, die also diese Dunkelheit nutzt, wenn das Licht kommt, wird dieses Joch zerbrochen und der Stab zerbrochen und die Leute werden frei und es kommt Jubel und Begeisterung. Und das Interessante ist, dass Jesaja hier sagt, wie am Tag Midians. Wie am Tag Midians. Was ist der Tag Midians? Da kommen wir noch drauf. Zweitens, denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Das ist eine Bibelstelle, die wir beispielsweise auch manchmal beten. Aber vor allen Dingen, ich bete die gerne. Ja? Also Stiefel, die einherstampfen, diese feindliche Macht, Mäntel, das spricht für Autorität, die durch Blut gewälzt sind. Ja? Also die über einfach kriegerisch vorangehen, die Schlechtes tun, die Böses tun. Ja? Das wird verbrannt werden. Das spricht für feindliche Macht, Autorität, Position, wird vernichtet werden, wird zum Fraß des Feuers. Das ist sehr gut. Ja? Wenn das, was wie ein Stiefel einhergeht, wie der Mäntel, wenn die weggenommen werden. Ne? Gut. Drittens, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Natürlich ist das damit zusammen im Zusammenhang, dass der Messias gekommen ist. Warum? Weil er ist das Licht. Er ist derjenige, der das Licht bringt. Er ist derjenige, der die Macht der Finsternis offenbar macht. Durch ihn ist das alles erst gekommen. Er ist dafür der die Ursache, dass dieser Jubel, diese Begeisterung überhaupt kommt. Er ist die Ursache, dass dieses Joch zerbrochen wird und dieser Stab zerbrochen wird. Ne? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft, nämlich die Autorität, ruht auf seiner Schulter. Der Feind hat den Stab auf unsere Schulter schlagen wollen. Aber die Herrschaft Jesu ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, und jetzt kommen vier Bezeichnungen von Jesus. Ratgeber. Bei Luther heißt es Wunderrat. Und das ist eigentlich besser als hier in der Elberfelder der Ratgeber. Denn wörtlich steht da Planer der Wunder. Das finde ich stark. Planer der Wunder. Jesus, das Kind, was uns gegeben ist, ist der Planer der Wunder. Starker Gott, wörtlich Gott Held. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Bei Luther heißt es Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Das sind Bezeichnungen von Jesus, die sind so tief, die sind so genial, da kann man drüber nachdenken. Was da drin steckt, es ist gewaltig. Diese Bezeichnung in diesem hochprophetischen Text sprechen davon, dass dieser Tag Midians kommt und diese feindliche Macht, diese Macht der Dunkelheit zerbrochen wird, weil das Licht kommt. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Das ist was, wofür wir beten. Recht und Gerechtigkeit. Amen. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwe Zebaoth wird dies tun. Dieser Name heißt des Herrn der Herrscher. Der Eifer des Herrn der Herrscher. Also im Kampf wird das tun. So, das ist ein gigantischer Text. Ich finde das so grandios. Gott kommt. Gott als Sohn, Jeshua, kommt aus der ewigen Herrlichkeit in dieses irdische Menschsein hinein. Irdisch, ne? Tonpott. Er kommt hinein in diese Begrenzung, in diese unsagbare, enge Kleinheit, in dieses Menschsein einer gefallenen Schöpfung. Kommt er hinein, Begrenztheit, ja, in dieses Leben hinein, in diese Zerbrechlichkeit hinein, diese Vergänglichkeit hinein, dieses irdische, fleischerne, kommt er hinein. Gott als Mensch in diesen irdenen Tontopf des menschlichen Körpers, ja. Da kommt er hinein. Ich finde das so grandios. Weil Jesus gekommen ist, haben du und ich die Möglichkeit, aus der Dunkelheit rauszukommen.
Und wenn du Kind Gottes geworden bist, dann bist du aus der Dunkelheit schon lange rausgekommen. Und du weißt, dass du im Licht lebst. Ja? Die Bibel spricht vom Erbteil der Heiligen im Licht. Nicht wahr? So, wir sind rausgekommen. Aber da sind noch welche, die sind im Dunkeln. Die irren umher, die sehen nichts, die erkennen nichts. Die müssen das Licht haben. Deshalb sagt Jesus, wir müssen unser Licht leuchten lassen. Wir dürfen es nicht unter den Topf stellen. Ja, es muss leuchten. Es muss hervorkommen. So, und jetzt fragst du dich zurecht, alles super, alles schön, Jesus ist gekommen, ich verstehe das Licht, alles bestens. Und was hat das jetzt mit diesem Tag Midians auf sich? Was weiß Jesaja, was wir nicht wissen, ja, wenn er hier von diesem Tag Midians spricht? Okay, schauen wir uns das mal an. Was hat es mit diesem ominösen Tag Midians auf sich? Ich sag dir, du wirst den Tag nicht mehr vergessen. Erstmal, Midian bedeutet vom Wort her Zank und Streit. Okay, gut. Wo finden wir die Midianiter in der Bibel? Es geht nämlich um die Midianiter. Midian war der Stammvater. Zunächst einmal ist es verblüffend festzustellen, Midian, der Vater von Midian war Abraham. Abraham. Wenn du es mir nicht glaubst, 1. Mose 25, Vers 2, 1. Chronik 1, Vers 32. Abraham, nachdem Sarah gestorben war, hat nochmal geheiratet. Eine Frau, die hieß Ketura. Ja, berichtet uns, wie gesagt, die Bibel. Und mit dieser Frau hat er mehrere Kinder gehabt. Und einer von diesen war dieser Midian. Das heißt, im Grunde genommen ist das der jüngere Bruder von Isaak. Von einer anderen Mutter. Oder er war von Jakob, beziehungsweise Israel, so wurde er dann später von Gott genannt, war es der Onkel. Aha, ein Onkel. Na gut. Die nächste Erwähnung von Midian finden wir in 1. Mose 37. Das ist da, wo Josef verkauft wird. Das war nur ein, zwei Generationen später, ja? Wo Josef verkauft wird. Und da sind es ausgerechnet midianitische Kaufleute, die so eine Karawane haben. Und die bringen den nach Ägypten, damit er da verkauft werden kann, als Sklave. Direkte Verwandtschaft. Sehr befremdlich, wenn du dir das überlegst. Machen wir einen Zeitsprung, 400 Jahre später. 400 Jahre später. Mose hat diesen Ägypter umgebracht, musste ausbüchsen, ist geflohen. Wo ist er hin? Er ist nach Midian gegangen. Midian ist übrigens im heutigen Saudi-Arabien, so gegenüber der Sinai-Halbinsel, im heutigen Saudi-Arabien. So, da floh er hin in das Gebiet von Midian und da hat er dann diesen midianitischen Priester Jethro, ne, und der wurde sein Schwiegervater, er hat seine Tochter geheiratet. Mose hat eine Midianiterin geheiratet. So, das war, bevor er das Gesetz bekommen hat und wusste, dass man gar keine aus fremden Völkern heiraten durfte. Gut, das kam erst viele Jahre später. In der weiteren Entwicklung hat sich allerdings dann Midian zunehmend als Feind gegen Israel positioniert. Als auch nur ein paar Jahrzehnte später Mose aus Ägypten rauszog ins verheißene Land, da waren die Midianiter ganz eng mit einem anderen Volk, was auch eine interessante prophetische Bedeutung hat, die Moabiter, verbunden. Und die haben Israel verfluchen wollen. Die haben diesen komischen Propheten, diesen Abstrusen, gekauft, diesen Bileam. Du weißt, diese Story mit dem Esel, wo der Esel dann gesprochen hat, weil er einen Engel gesehen hat und so weiter. Ganz, ganz schrill. Ne? Diesen Bileam. Und der Bileam hat gesagt, ihr müsst die zu Unzucht und zu Götzendienst verführen. Ja? Und dann hat aufgrund von dieser Sache Gott zu Mose gesagt, ihr müsst die Midianiter als Feinde betrachten. Findest du in 4. Mose 25. Gott sagt, Midianiter sind Feinde. Betrachtet sie als Feinde. Die stellen sich gegen euch. Und ein paar Generationen später war es dann so, dass die Midianiter tatsächlich Israel unterdrückt haben in der Richterzeit. Und das schauen wir uns gleich noch näher an. Im übertragenen Sinne steht also Midian für eine dämonische Macht. Für uns heute, im übertragenen Sinne. Eine dämonische Kraft, eine Power, ein System. Gut, jetzt schlag mal auf Richter 6, Vers 1 bis 6. Das ist eine Bibelstelle, die dürftest du sehr gut kennen, hoffentlich.
Bibelleser wissen mehr. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen Jahwes. Da gab sie Jahwe in die Hand Midians. 7 Jahre. 7 steht immer für Vollkommenheit. Vollkommene Auslieferung an die Midianiter. Warum? Weil sie Böses getan hatten in den Augen des Herrn. So, aufgrund des Bösen, was sie getan hatten, gewannen die Midianiter Oberhand über sie. Und jetzt hört ihr das mal an, was hier passiert, wie das beschrieben wird. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israels die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten, damit sind solche Verstecke und Schlupflöcher gemeint, die machten sie sich, die Söhne Israels, vor den Midianitern. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, also die Aussaat gemacht hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Also Esel als Lebensmittel ist sowieso ein bisschen grenzwertig, ne? Aber immerhin, das war so scharf. Und sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu Jahwe um Hilfe. Midian im übertragenen Sinne ist die Macht, die Ernte zu vernichten, den Ertrag der Arbeit zu rauben, das Volk Gottes immer mehr zu schwächen, immer mehr zu schwächen, immer ärmer zu machen, immer schwächer zu machen, in Armut zu bringen. Damals im Natürlichen, das gilt für uns heute im Geistlichen. Es ist die feindliche, dämonische Macht, die uns als Volk Gottes in Armut bringen will, in Ohnmacht bringen will, in Schwäche bringen will, uns berauben will, unsere Ernte mobst, ja. Und sie kommt mit gewaltiger Macht. Gewaltige Macht. Weißt du was? Das Volk Gottes war im eigenen Land, im verheißenen Land, im Land, das Gott selbst ihnen gegeben hat. Das ist euer Land. Und genau da, in ihrem ureigenen Land, haben sie sich Schlupflöcher gemacht und sich vom Feind versteckt. Stell dir das vor. Versteckt vor dem Feind, weil er so mächtig war. Er hat sie ausgeraubt, er hat sie geplündert, er hat das Land verheert. Gegen das Volk Gottes. Und weißt du was? Genau das im Geistlichen ist die Situation der Christenheit in Europa und in Deutschland. Genau das ist die Situation der Christenheit bei uns. Wenn ich mir die Christenheit anschaue, so im ganz Groben, es gibt Ausnahmen natürlich, absolut, aber so ganz zusammengenommen, die Christenheit. Arm, schwach, verängstigt, verschreckt, voller Angst, voller Furcht, defensiv, unterwürfig, angepasst, Ja-Sager, Speichellecker, so richtig, welche die mitlaufen. Nicht offensiv, nicht aktiv, nicht attraktiv, nicht mutig, nicht kämpferisch, nicht siegreich und schon gar nicht in einer vollen Versorgung leben, obwohl die Bibel voll ist davon, dass der Herr uns versorgt und dass er uns segnet. Und du denkst, wo ist das alles geblieben? Wo sind denn die Segnungen Gottes im Volk des Herrn? Wo sind denn all die Dinge, die die Bibel uns verheißt? Wo ist denn all das, was da ist? Es ist geraubt von dieser dämonischen Kraft, die wir im Alten Testament als Midian bezeichnen. Die Situation hier mit diesen Midianitern ist extrem interessant, weil es so in unsere Situation hineinspricht. Das ist das, was der Feind tut, um uns zu schwächen. Ja, wie es hier heißt, ja, Israel wurde sehr schwach wegen Midian.
So verarmte Israel sehr wegen Midian. Sie verheerten den Ertrag des Landes und so weiter. So verarmt die Christenheit in Europa wegen diesen dämonischen Attacken. So wird die Christenheit schwächer wegen diesen dämonischen Attacken. Es gibt eine feindliche Macht, die uns beraubt. Es gibt etwas, was unsere Ernte vernichtet. Es gibt etwas, was unseren Ertrag versucht zu rauben. Es gibt etwas, was uns plündert, was uns ausraubt, was unser Land verheert im Geist. Und dagegen müssen wir aufstehen. Und das ist die Story, die jetzt kommt. Es ist die Story von Gideon. Und den dürftest du kennen. Gideon. Das war nicht der Superhero von Geburt an. Ja, das war jemand, den hat Gott sich rausgesucht. Das war irgendwer. Und der sagt, ich bin definitiv nicht dafür geeignet. Ich bin der Kleinste von Kleinsten sozusagen. Ja? Und Gott hat ihn ausgesucht und hat gesagt, du bist es. Dich nehme ich. Dich nehme ich, um diesen Stecker von diesem Treiber Midian zu zerbrechen, unter dem das Volk jetzt so leidet. Ja, und Gott hat zu ihm gesagt, der Engel, der ihm erscheint, der hat ihn angesprochen als tapferer Held. Ja, vielleicht hat Gideon sich erstmal umgedreht, hat gesagt, mit wem redet er denn? Ja, weil er es überhaupt nicht in dem Ding sich gesehen hatte. Der hatte sich versteckt. Ja, der hatte ein bisschen, wahrscheinlich nicht ganz reifes Getreide sich irgendwo geholt. Ja, weil er wusste, die Midianiter kommen und hat es in der Weinkelter, das ist unten im Tal, ja, wo kein Wind geht, ja, was ungeeignet ist, um Getreide zu dreschen, da hat er das ausgekloppt. Um ein bisschen was zu haben, um zu überleben. Und dort kam Gott und hat gesagt, du bist ein tapferer Held. Und weißt du was? Er war ein tapferer Held. Er war ein gigantischer Glaubensmann, wenn du die Story weiter siehst. Das ist jetzt alles sehr interessant und prophetisch, wie sich das entwickelt. Wollen wir nicht im Detail darauf eingehen. Letztlich ist es so, 32.000 Leute folgen seinem Ruf, um in den Kampf gegen diese unvorstellbare Macht der Midianiter zu gehen. Ihr hattet das hier gerade gehört, ne? Sie kamen massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie. Ne? Zahllos. Ein gigantischer, mächtiger, unvorstellbar kraftvoller Feind. Ja? Und dann hat er gerufen überall und es kamen 32.000 Leute, die haben gesagt, okay, Zähne zusammenbeißen, wir stehen dafür, dass wir hier frei werden. Kämpfer. Und ich kann mir vorstellen, dass Midian die Krise gekriegt hat. Weil er wusste, wie stark der Feind ist. Dann sagt er, was hier 32.000, ja, und du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle super bewaffnet waren, die kamen vielleicht auch mit dem Dreschflegel. Ne? So, und er, das waren seine Leute. Und das war schon ein Glaubensakt. Ich meine, er hatte vorher schon das mit dem Vlies, ne, mit diesem Fell nass und Boden trocken und umgekehrt. Einfach weil er diese Bestätigung braucht, dass der Herr wirklich mit ihm ist. Ne? Und dann waren diese 32.000 Leute da und ich glaube, dass er gesagt hat, oh Herr, mit den paar Männchen, mit den paar People gegen diese Übermacht zu kämpfen, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich brauche wirklich starken Glauben. Und weißt du, was Gott sagt? Ja, aber weißt du was? Es ist zu viel. Die Leute, die bei dir sind, das ist zu viel. Und dann gibt er genaue Instruktionen und Gideon stellt den Leuten frei, wieder nach Hause zu gehen. Und tatsächlich von den 32.000 gehen 22.000 nach Hause. Und ihm bleiben nur noch 10.000. Ich glaube, dass seine Nerven jetzt schon deutlich mehr blank lagen. Jetzt hat er nur noch 10.000 gegen diese monstermäßige Übermacht. Er sagt, oh Herr, ich brauche noch mehr Glauben. Und was sagt Gott? Weißt du was, Gideon? Das sind immer noch zu viel. Und dann ging er auf 300 runter. Das war diese Geschichte, wo die an dem Bach ja, sich hingelegt haben und so geschleckt haben mit der Zunge, also nicht das Wasser zum Mund geführt haben, sondern sich flach hingelegt haben, warum auch immer. Und genau die hat Gott gesagt, die soll er auswählen. Dann blieben noch 300 People übrig. 300. Hier, das ist weniger als 1% von den 32.000, die er vorher hatte. Und das waren schon nicht viel. Das war wirklich erbärmlich. Also jetzt, glaube ich, war Gideon wirklich davon überzeugt, das hier ist ein absolutes Todeskommando, in das wir uns bewegen. Ich glaube, dass er seinen letzten Krümel Glauben zusammengekratzt hat, um zu sagen, okay, egal was, wenn der Herr sagt, wir werden mit diesen 300 Leuten gehen und sehen, was passiert. Ne? Wir lesen beispielsweise in Richter 7, Vers 2, Jahwe sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich
Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Sondern der Sieg sollte so sein, dass ganz klar ist, die ganze Ehre kommt dem Herrn zu. Er ist derjenige, der diesen Kampf gekämpft und diesen Sieg gegeben hat. So, jetzt war also Gideon wirklich dort mit seinen 300 Leuten und ich kann mir schon vorstellen, dass er fast verzweifelt war. Aber es kam noch einer obendrauf. Es kam noch schlimmer. Jetzt kam nämlich die Anordnung, wie gehen wir denn jetzt in den Kampf? Schwer bewaffnet mit allem, was überhaupt nur zu bekommen war in Israel? Nein. Gott sagt, pass mal auf, folgende Waffen. Und dann gibt er dem Volk drei, also diesen Kämpfern, drei Waffen, die sie mitnehmen dürfen. Und die sind hochprophetisch. Die durften haben einen Tonpott. Aha, einen Tonkrug. Eine Fackel und ein Schofarhorn. Punkt. Das war die Ausrüstung. Okay, das war wirklich etwas, wo man Glaube brauchte. Das war jetzt wirklich ein Todeskommando. Und weil das so unfassbar war für ihn, brauchte er noch eine Bestätigung. Und er hat gesagt, ja, verstehe ich. Und hat ihm die Gnade geschenkt, dass er zum Heerlager sich schleichen konnte. Und er hat gehört, was da Soldaten geträumt haben. Und er wusste, Gott ist mit uns. Und er wusste, dass er jetzt mit dem Herrn vorwärts gehen kann. Weißt du was? Gott gab einen komplett abwegigen, unlogischen Plan, der jeglicher Kriegskunst komplett widersprochen hat. Das war gefährlich, das war naiv. Das war etwas, wo Gott sagt, ich mache das übernatürlich. Es geht um ein übernatürliches Eingreifen. Ihr, winzige Truppe, mit im Normalen gesehen komplett ungeeigneten Waffen. Ein Tonpott, eine Fackel, ein Schofarhorn. Das Schofar, haben wir ja schon verschiedentlich drüber gesprochen, wir lieben das Schofar, ist zum einen eine endzeitliche Waffe, aber es ist kein Instrument, schon gar nicht ein Musikinstrument, das ist eine Waffe. Und es ist ja eigentlich ein Widerhorn. Und wenn du schaust, wie wir uns das vorstellen können, dann hilft uns das englische Wort für Widder. Das ist ein Ram. Ja? Und wir kennen das Wort Rambock. Also ein Widder, der wie ein Rambock ist. Ne? Genau das hilft uns. Der Rambock ist diese Waffe aus dem Altertum oder auch im Mittelalter noch, wo du dann so ein wagenartiges Gestell hattest, mit dem Dächelchen meistens drüber, und wo irgendwie ein Baumstamm, ja, dran befestigt war, den man in Bewegung gebracht hat und immer wieder gegen feindliche Mauern oder feindliche Tore, immer wieder, ja, wie ein Rambock. Genau so funktioniert das Schofar. Das Schofar ist im Geistlichen ein Rambock. Eine Waffe, die wie ein Rambock ist. Nun musst du wissen, du hast ja verschiedene Waffen. Am bekanntesten ist natürlich das Schwert. Nur wenn du mit dem Schwert vor einer feindlichen Festung stehst und du klopfst mit deinem Schwert gegen die feindlichen Mauern, gegen die Steine, dann ruinierst du nur dein Schwert, aber du wirst nicht viel bewegen können. Stimmt's? Du brauchst die richtige Waffe. Ja? Wenn es darum geht, Dinge zum Einsturz zu bringen, mächtige Bollwerke des Feindes, Festung. Dafür ist das Schofar gedacht. Nun, wenn der Feind dich aber attackiert, der kommt jetzt direkt auf dich zu mit dem Schwert. Dann kannst du dich sagen, Moment mal, ich muss mal erstmal meinen Rambock hier holen und in Position bringen und dann haue ich dir mit dem Rambock eine vor den Bauch. Das funktioniert nicht. Da brauchst du eine andere Waffe. Da brauchst du wiederum das Schwert, mit dem du dich verteidigen kannst und ein Schutzschild und so weiter. Du musst wissen, welche Waffen zu welchem Zweck gedacht sind. Und hier sagt Gott, ich möchte, dass ihr einen Schofar mitnehmt. Ihr braucht Waffe Schofar. Ne? Gut. Und dann lesen wir in Richter 7, ab Vers 16. Gideon teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörner in die Hand und leere Krüge, und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, seht es mir ab und macht es ebenso. Und es ist interessant, wie präzise diese ganze Sache beschrieben ist, weil es dem Herrn wichtig ist. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Und stoße ich in Zorn, ich und alle, die bei mir sind, dann sollt auch ihr in Zorn stoßen, rings um das ganze Heerlager, und sollt rufen für Jahwe und für Gideon.
Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers bei Beginn der mittleren Nachtwache. Also ich denke mal, das ist Mitternacht. Man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen: Schwert für Yahweh und für Gideon. Die hatten gar keine Schwerter, zumindest wird es uns nicht beschrieben. Ja? Ihr Ruf, ihr Wort war das Schwert. Ja? Ihre Proklamation war das Schwert. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete Yahweh das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bethschitta nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Wo auch immer das sein mag. Aber die Bibel berichtet es, weil es offensichtlich erwähnenswert war. Die sind richtig weit geflohen. Das ist der Tag Midians. Das ist es, was Jesaja meint. Er sagt, dieser Sieg von Gideon damals, mit seinen 300 Leuten, mit diesen Waffen, Fackel, Schofar, Tonpott. Das ist der Tag Midians. Das ist der Tag, wo es diesen Befreiungsschlag gegen die Dunkelheit gab. Ja, das ist der Tag, wo es um Beute geht und um Ernte geht. Was war denn die Ernte? Der Feind hat die Ernte immer wieder geraubt, geraubt, geraubt. In diesem Jahr mit Gideon konnten sie die Ernte einbringen. Und noch was. Weil der Feind sich komplett umgebracht hat in dem Heerlager, haben sie riesige Beute einsammeln können. Deshalb sagt Jesaja, wie man sich in der Ernte freut, wie man sich beim Einbringen der Beute freut. Er spielt darauf an, was hier gesagt ist. Der Stock des Treibers ist zerbrochen an diesem Tag. Durch diesen prophetischen, übernatürlichen Akt, den Gideon und seine Leute im Gehorsam gegangen sind. Weißt du was? Das erinnert mich an die Story von Josua. Ja, Josua, der Jericho eingenommen hat. Und da waren wir ja vorhin. Wir hatten ja vorhin über Josua gesprochen, wo vor der Einnahme Jerichos der Herr über die Heerscharen des Himmels sich ihm zu erkennen gibt. Ja? Und als er fragt, Freund oder Feind, sagt er, nein. Ne? Genau die Situation. Ja? Josua hat einen ebenso abwegigen Schlachtplan von Gott bekommen, der jeglicher Kriegskunst entbehrte. Und er ist einfach gegangen und hat das ganz treu umgesetzt. Und dann lesen wir Josua 6, Vers 16. Und es geschah beim siebten Mal, als die um die Stadt herumgegangen waren, da stießen die Priester in die Hörner. Und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn Yahweh hat euch die Stadt gegeben. Und die Mauern sind eingestürzt beim Klang der Hörner und beim Erheben des Kriegsgeschreis. Und sie waren treu bei einem hochbefremdlichen, absonderlichen Schlachtplan, genauso wie Gideon und seine Männer treu waren mit einem Schlachtplan, der das blanke Todeskommando war, wenn du dir das so nochmal überlegst. Das ist etwas, wo wir sehen, wie der Herr arbeitet. Er gibt irgendeinen übernatürlichen Schlachtordnung und wir müssen treu da dank gehen, ob wir es verstehen oder nicht. Und dann schenkt er seinen übernatürlichen Sieg. Interessanterweise in beiden diesen Storys ist das Schofar. Und wenn ich sage, beim Schofar fallen die Mauern und die Festungen ein, das ist eben Jericho. Beim Klang des Schofars und dem Kriegsgeschrei fielen die Mauern zusammen. So, beides, der Fall von Jericho und hier die Überwindung der Midianiter, war kein gewöhnlicher militärischer Sieg, ja? Sondern das war etwas, wo Gott gekommen ist. Und mit einer winzigen Schar eine gewaltige Übermacht besiegt hat. Ja? Wo er durch wenige eine gewaltige, gewaltige Niederlage dem Feind beigebracht hat. Es war sein Eingreifen, es war sein Schlachtplan. Ja? Völlig abwegig, aber genau durchgeführt. Und es hat funktioniert. Ja? Gott sagt, ihr könnt euch nicht selbst retten. Auch nicht mit 32.000 Männchen. Auch nicht mit 10.000 Männchen. Ich mach's mit 300. Bei Josaphat und seinem Waffenträger haben sogar nur zwei gelangt.
Bei David mit Goliath hat nur einer gelangt. Ja? Gott kann durch viel oder wenig tun. So, ihr könnt euch nicht selbst retten. Ich kämpfe für euch, aber ich brauche euren Gehorsam. Ich brauche eure Hingabe. Und das ist ein Punkt, den viele Christen nicht verstehen. Sie sagen, ja, Gott kann uns ja retten. Ja, natürlich. Aber er will dich dazu gebrauchen. Du musst gehorsam sein. Du musst gehorsam sein gegenüber dem, was er sagt, auch wenn es unlogisch scheint. Und du musst hier bereit sein, etwas hinzugeben. Der Feind wurde hier bei der Story von Gideon und den Midianitern verwirrt und besiegt durch diese drei Dinge. Die zerbrochenen Gefäße, den zerbrochenen Tonpott, durch das hell aufleuchtende Licht der Fackel, was hoch emporgehoben worden ist, und durch diesen Schofarklang, durch diesen Klang, diesen Sound. Ne? Im übertragenen Sinne steht das eben für diese Proklamation, für Gebet, für unsere Deklaration, für die Stimme der Autorität. Wie gesagt, im Übertragenen, im Geistlichen, Rambock, waren das 300 Rambocker, die in dieses Feldlager des Feindes im Geist wie reingedonnert haben. Kein Wunder, dass der völlig durcheinander war. Ja, es brach im Grunde genommen sein ganzes übernatürliches System zusammen und er war komplett konfuse und die fingen an, sich gegenseitig da zu zerfleischen, zu vernichten. Drei Dinge, hochprophetisch. Zerbrochenes Gefäß, Tonpott, hell aufleuchtendes Licht und eben dieser Schofarklang, dieser Klang, diese Stimme, dieser Atem, dieses etwas zum Ausdruck bringen. So, zurück zu Jesaja 9. Was hat nun dieser Tag Midians eigentlich mit dem Kommen des Messias zu tun? Warum schreibt Jesaja das? Den Tag Midians, das mit der Beute, mit der Ernte. Warum schreibt er das, wenn es hier um den Messias geht? Denn es ist ja eine Messias-Ankündigung. Ganz klar, der Messias steht natürlich für das aufstrahlende Licht. Das Licht, das ist ja logisch. Der Messias ist das Licht. Ja, er ist das kommende, vollkommene Licht, vom Geist Gottes durchflutet. Ja, und er hat sein Leben hingelegt, wird zerbrochen, wie der Tonpott zerbrochen wird und das Licht leuchtet auf. Und das Ganze nach einem menschlich gesehen vollkommen abwegigen und nicht nachvollziehbaren Plan, den Jesus aber in Gehorsam und Hingabe geht. Das ist das Gleiche, was der Herr von uns möchte. Ja? Johannes 1, Vers 9. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Jesus war das Licht. Es kam hinein in die Finsternis, in die Dunkelheit. Aber wodurch? Durch das Zerbrechen des Körpers, durch das Zerbrechen des Tongefäßes, durch das Zerbrechen dieses irdenen Topfes. Ja? Er kam in die Welt, schwach, verwundbar, als Baby. Und dennoch brachte er Errettung und Erlösung für jeden, der ihn anruft. Ja? Die Menschwerdung, der Tag, an dem Jesus geboren wurde, an dem er uns gegeben worden ist, das war wie der Tag Midians. Das war das, was dem Feind das Knick für dauerhaft gebrochen hat. Und als er starb auf Golgatha und als er auferstanden ist, war der Feind besiegt. Ja? Midian und jede andere dämonische Kraft war komplett besiegt. Gott hat was getan, was wir nicht tun können. Er hat, wie bei Gideon, gesagt, das könnt ihr nicht, das kriegt ihr nicht hin. Da muss ich reinkommen. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand rühmen kann, sondern das ist etwas, was ich als Sieg gebe. Ne? So, und dann eben auch der zerbrochene Gefäß, das aufstrahlende Licht und eben der Klang. Ne? Der Klang. Wobei beim Klang ist auch interessant, der Schofar, also beziehungsweise das Schofarhorn, wenn das erklingt, Luther schreibt, wenn die Posaune erklingt, dann kommt der Herr wieder. Dann ist die Wiederkunft des Herrn als siegreicher König. Ne? Da steckt noch viel mehr drin. Das Schofar steht ja auch für das stellvertretende Opfer, was Jesus für uns gegeben hat, wo der Widder sich im Gestrüpp verfangen hat, als Isaak geopfert werden sollte von Abraham und dann, wo das stellvertretende Opfer kam und so weiter. Alles sehr interessant, will ich aber jetzt im Moment nicht wirklich drauf eingehen, denn in dem Ganzen steckt noch etwas, was für dich eine besondere Bedeutung hat. Es geht um dich ganz persönlich. Es hat eine Message drin in dem Ganzen, die für uns wichtig ist. Ja? Inzwischen dürftest du verstanden haben, dass das zerbrochene irdische Gefäß unser Leben ist.
Hingabe. Ja, unser Leben hingeben an das, was der Herr tun möchte, was er sagt. Ne? Das aufstrahlende Licht, das ist eben der Heilige Geist. Das Licht, was leuchtet, was wir nicht unter den Scheffel stellen sollen, sondern was hervorkommen muss. Ja? Und der Schofarklang ist eben unser Bekenntnis, unser Zeugnis, unser Wort, was wir rauslassen, was vom Odem kommt. Ne? Und so lesen wir in Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind jemand, in dem Christus ist. Christus in uns. Durch den Geist Gottes. Durch seinen Geist. Das Licht im Tonpott. Verstehst du? Und dann lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 6 und 7. Das trifft es ganz genau. Das kannst du dir auch anstreichen. Das trifft es wirklich ganz genau. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Das ist genau das, was Jesaja vorher gesagt hat, stimmt's? Aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wo ist der Lichtglanz? Bei dir in deinem Herzen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gerettet bist, ist dieses Licht, diese Erkenntnis, diese Herrlichkeit des Herrn in deinem Herzen. Und dann geht es hier weiter. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und das ist genau das Gleiche. Er sagt, das Übermaß der Kraft ist von Gott und nicht von uns. Nicht wir erarbeiten uns das. Nicht wir bringen das. Nicht wir können uns rühmen. Genauso wie bei Gideon. Gott sagt, ich mache das. Keiner darf sich davor rühmen. Und genauso ist es hier. Aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Der Herr in unseren Herzen zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Verstehst du, wie das zusammenhängt? Der Messias ist gekommen als Licht. Durch sein hingegebenes Leben dürfen wir davon partizipieren. Jetzt ist er in uns und jetzt geht es darum, dass wir auch unser Leben im Gehorsam hingeben, um das Reich Gottes zu bauen und die Dinge zu tun, die er sagt, die wichtig sind. Ja? Und du kennst bestimmt die sehr bekannte Bibelstelle in Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn, und da geht es um den Verkläger der Brüder, sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. Das ist das, was Jesus getan hat, das Hingabe seines Lebens. Wegen des Wortes ihres Zeugnisses, das ist der Klang, das ist das, was sie artikulieren, das ist sozusagen der Schofarton, das ist das, was durch den Odem hervorkommt. Ja? Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das gehört alles zusammen. Es geht darum, den Feind zu überwinden. Und wir überwinden den Feind genau wie damals Gideon bei dem Tag Midians, diese dämonische Kraft überwunden hat. Ja? Und es geht um deinen Sieg und es geht um meinen Sieg und es geht um den Sieg der Christenheit in Deutschland. Wir müssen, und wenn ich müssen sage, meine ich tatsächlich müssen, wir müssen sehen, dass wir diese Machenschaften dieser dämonischen Kraft, die hier in der Bibel als Midian bezeichnet wird, ja, in unserem Leben überwinden. Wir müssen die Raubzüge überwinden, die gegen uns gehen. Wir müssen die Schwäche überwinden. Wir müssen den Mangel überwinden. Ausgeliefert sein. Not, Bedrängnis, Schmerzen, Beziehungsprobleme, Krankheit, Mobbing, Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit, Willkür, Armut, Schulden, Sucht, Betrug, Hartz IV, Ablehnung, Zurückweisung, Misserfolg, Blockaden, Diebstahl, Fluch, Ertragslosigkeit und. All das, was der Feind uns raubt, all die Ernte, die er vernichtet, all den Ertrag, den er uns wegnimmt. Wir brauchen das. Wie kommen wir daran, dass wir in den Sieg hineinkommen? Indem wir das Gleiche machen, wie Gideon und seine Männer gemacht haben. Indem wir auf den Herrn schauen, uns nicht auf irgendwelche menschliche Kriegskunst verlassen, sondern schauen, was er sagt. Drei Dinge. Der zerdepperte Tonpott, das hingegebene Leben. Das Licht, was hell aufstrahlt, der Heilige Geist, was du leuchten lässt. Ja? Und der Klang des Schofars,
der dafür steht, dass du den Mund aufmachst und Zeugnis gibst und das Wort proklamierst. Ja, für den Sound, für den Klang. Gebet, Deklaration, Stimme der Autorität. Das steht dafür. Und dann greift der Herr ein. In der Schwäche. Die 300 People waren schwach. Die wären lächerlich. Die wären locker überlaufen worden von dem Feind, wenn der Herr nicht eingegriffen hätte. Ja? Und dann greift der Herr ein und diese ganzen dämonischen Systeme mit all ihrer gigantischen Macht und ihrer Zerstörungskraft werden zurückgedrängt. Und das ist wirklich grandios. Und du darfst dann Ernte haben, du darfst den Ertrag haben von all deinem, was du getan hast in deinem Leben, und du darfst Beute machen von dem, was der Feind, den du besiegt hast, ja, einfach dagelassen hat. Der Stock des Treibers muss in deinem Leben zerbrochen werden. Ja? Der Stock des Treibers, wo er dich beraubt hat, wo er dich unterjocht hat, ja, wo sein Stiefel einhergestampft ist, wo sein Mantel über irgendwas drüber gegangen ist. Ich habe immer gefragt, wie ist das hier mit diesem Mantel durch Blut geschleift? Und dann hat der Herr mich an etwas erinnert. Jemand, den wir sehr gut kennen, Freund von uns, der hatte folgenden Fall. Vor Jahren ist seine Frau hat einen Autounfall und ist im Auto verbrannt. Und als ich daran dachte, dann habe ich gedacht, genau das ist es. Der Mantel des Feindes durch Blut geschleift. So viele Christen leiden wegen Dreck vom Feind. Wir müssen aufstehen, wir können es nicht länger fallen lassen. Und wenn es dir gut geht, dann kämpf wenigstens für die anderen. Hier, wir kriegen dieses Mosekörbchen. Es ist zum Heulen, was da drin ist. Und es sind nicht irgendwelche Leute, es ist das Volk Gottes. Sie verkriechen sich vom Feind. Sie verstecken sich in Schlupflöchern, weil die Macht des Feindes überwältigend ist. Das darf nicht sein. Wir müssen aufstehen und wir müssen kämpfen. Und wir müssen die Machenschaft des Feindes zurückschlagen. Wie bei Jesaja 9. Der Herr ist mit uns. Aber wir müssen die Kurve kriegen und unser Leben hinlegen, die Klappe aufmachen und das Licht leuchten lassen. Amen. Ich möchte noch was dazu sagen. Die Story ist noch nicht ganz zu Ende bei den Midian. Da gibt es noch einen kleinen interessanten Aspekt. Sie nahmen zwei Oberste von Midian, Oreb und Seb, gefangen. In Richter 7, Vers 25 lesen wir das. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seb erschlugen sie an der Kelter Seb. Und sie jagten Midian nach. Oreb bedeutet Rabe und Seb bedeutet Wolf. Und die Namen sind keinesfalls willkürlich, sondern die stehen für diese dämonischen Systeme, diesen Midian, diesen Raubzüge. Das Wesen von Rabe und das Wesen von Wolf, ja, die das Volk unterjocht haben, bis es sehr schwach war. Oreb ist es, dass das Gottesvolk schwächt. Ja. Der Rabe, das heißt Einflüsterung, Zertrennung, Spott, Verachtung, Verleumdung, ja, Lügen. Ja. Und dann, so finden wir das in Sprüche 30, Vers 17, heißt es, ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, aussacken werden es die Raben, ja, die Raben stehen für dieses Verachten, Verleumden, üble Nachrede und so weiter. Da müssen wir uns vorhüten. Oreb wird auf dem Felsen getötet. Das ist der Bild für Christus. Der Rabe der Lüge muss auf dem Felsen der Wahrheit zerstört werden. Lüge hat nichts zu tun mit dem Reich Gottes. Egal wo sie ist und mag Lüge politisch korrekt sein, sonst was. Wenn sie Lüge ist, muss sie aufgedeckt werden. Es muss Licht drauf kommen. So, und wenn Oreb nun gekommen ist und die Christen geschwächt hat, ja, dann kommt Seb, um sie zu verstören. Der Wolf. Ne? Der Wolf, der die Schafe zerreißt. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Jesus sagt, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Ne? Und der Wolf raubt und zerstört sie. Und das Interessante ist, deshalb erzähle ich das hier noch, dieses Detail, das hat was mit Deutschland zu tun. Der nordische, heidnische Gott Wotan, Odin, Thor, je nach Region und Stamm, ja,
der hier für die Germanen stand, der hatte einige Begleiter. Zwei Raben, die hießen Hugin und Munin, was Gedächtnis und Gedanke bedeutet. Und zwei Wölfe, die hießen Geri und Freki, was Gier und Fresslust bedeutet. Wotan war der Gott der Atmosphäre, der Luft. Ja? Und was lesen wir in Epheser 2, Vers 2? Dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Ne? Diese Mächte, dämonische Strukturen, diese Wölfe, diese Raben, diese Feinde, die Ernte rauben, die uns schwach machen, sie müssen überwunden werden. Sie müssen vernichtet werden. Durch die unlogische Kampfordnung Gottes. Nicht über den Verstand, sondern aus dem Geist heraus. Wir müssen unser Leben wirklich hinlegen. Wir müssen unser Leben hinlegen. Wir müssen das Wort proklamieren. Und wir müssen in der Wahrheit vorwärts gehen. Und wir müssen das Licht leuchten lassen. Und schau, das ist das, weshalb wir diese Nissi-Beter, diese Truppe gründen wollen. Ja, wo wir gesagt haben, Leute, die wirklich in Fürbitte stehen wollen für unser Land und die wissen, wie man kämpft. Es ist wirklich nichts für Anfänger. Ja, es ist nichts für Leute, die ganz frisch im Glauben sind oder die mal gucken wollen, wie sowas geht. Oder sowas. Nein, sondern die wirklich wissen, dass sie berufen sind, als Kämpfer in der Fürbitte für unsere Nation zu stehen. Ja, die können sich da bei uns bewerben. Und da ist das, wo wir sagen, Leute, die im Kampf sind, wie damals bei Gideon. Die bereit sind zu gehen, ihr Leben hinzulegen, ihr Licht leuchten zu lassen und die Stimme erklingen zu lassen. Gerne auch tatsächlich mit dem Schofar. Das ist es, was für uns etwas ist, wo wir sagen, wir wollen diese Nissi-Truppe gerne gründen. Und das hat damit etwas zu tun mit dem Ganzen, was ich dir versucht habe, hier klarzumachen. Ja? Der Feind wütet in unserem verheißenen Land als Volk Gottes. Und es ist Zeit. Wirklich Zeit, ihn komplett zu besiegen, durch diese übernatürlichen Dinge, die der Herr uns gibt. Ja? Und wir werden in den Sieg hineinkommen. Und wir werden unsere Ernte haben und wir werden unsere Beute haben. Und wir werden hineingehen in die Fülle dessen, was Gott für uns hat. Amen. Genau, Amen. Da wollen wir gleich für beten. Das war ja sehr bewegend. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Im Namen Jesus sprechen wir aus, dass diese Mächte, die Mächte des Feindes, die Raubzüge des Feindes, die Attacken des Feindes, der auch kommt und das ganze Land bedeckt, ja, zahllos kommt er mit seinen Herden, um das Land zu bedecken, um es zu verheeren. Ja, all das, was da ist, im Namen Jesus Christus, wir sagen, in der Autorität des Herrn weisen wir das zurück. In der Autorität des Namens Jesus erklären wir, das Licht leuchtet auf, denn Christus ist gekommen. Der Turmbot wird zerdeppert. Er hat sein Leben hingegeben am Kreuz, damit wir gerettet sein können. Und genauso sind wir bereit, unser Leben hinzugeben für den Herrn der Herren und den König der Könige. Und wir werden diese Feinde, die unser Land und unsere Gemeinden und unser ganzes christliches Leben so zerstörerisch bedrängen, wir werden sie zurückweisen. Yes. Der Herr wird übernatürlichen Sieg geben. Sie werden sich zerfleischen und wir werden im Sieg vorangehen. Wir werden Ernte haben, wir werden Beute haben. Yes. Und ich proklamiere über dir. Du wirst in deinem Leben, wenn du so vorwärts gehst mit dem Herrn, du wirst Ernte sehen und du wirst Beute sehen. Und das, was der Feind verheert hat, immer wieder in deinem Land, wo du dich versteckt hast, wo du dich verkrochen hast, weil deine Macht so stark war, obwohl du in dem Land deiner Verheißung bist, es wird sich ändern. Es wird komplett ein Schiff geben. Du bist der Herr in deinem Land, der Herr dir gegeben hat. Und der Feind weicht. Ich spreche aus einen kompletten Shift, einen kompletten Neuanfang für das Volk Gottes in unseren deutschsprachigen Ländern. Etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Wir kommen dahin, dass wir frei werden von dieser Art von Bedrängnis des Feindes. Amen. 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 Yes. Ja, Midian, der Stecken des Treibers, die Aussichtslosigkeit und trotzdem der Sieg. Aber der Herr gibt uns Sieg. Und so, wenn du jetzt bedrängt bist, wenn du sagst, ich habe aber eine Situation, wo ich nicht rauskomme oder
wo ich gar nicht weiß, wie ich das machen soll. Und ich weiß gar nicht, wenn ich bete, dann geht das eigentlich nur bis zur Zimmerdecke und nicht weiter. Und ich kann sowieso, ich kann eigentlich gar nicht mehr richtig beten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich richtig beten soll. Und es verändert sich ja nichts. Und wo ist denn der Sieg und alle diese Dinge? Dann möchte ich dich ganz kurz jetzt noch mitnehmen zu einem Ausblickpunkt, zu einem, wie soll ich sagen, wir steigen auf einen Turm und wir wollen unsere Augen auf etwas richten, was uns die richtige Perspektive gibt. Denn so ging es mir in der letzten und vorletzten Woche. Ich hatte mehrere Sachen, die angestanden sind und es gab nicht so richtig einen Durchbruch und es waren mit Schmerzen verbunden und all diese Dinge. Und ich war wirklich herausgefordert. Und in dieser Zeit, in diesen Tagen, hat mich der Herr an ein Wort in Markus 14, Vers 62 erinnert. Und das hat mir sehr geholfen. Es hat mir einfach geholfen, die richtige Sicht der Dinge zu haben, auch wenn ich die Gebetsanliegen bekomme, die reinkommen zum Dienst von Gottes Haus, wenn ich lese, wie es Menschen geht. Es überwältigt mich manchmal. Ich muss weinen darüber, was der Feind, was Midian mit seinem Stecken in den Menschenleben anrichtet, in den Familien, in diesen ganzen Dingen. Das lässt mich nicht kalt. Das lässt mich nicht einfach, ach so, ja, der geht's schlecht und ja, der hat ja auch wieder was und irgendwie so, sondern mein Herz fängt an zu beten, dass eine Veränderung kommt, dass ein Shift kommt, dass der Herr diesen Stecken des Treibers aus unserem Leben verschwinden lässt, dass er ihn zerbricht und er nicht wieder zusammengefügt werden kann. Das Wort, was mir geholfen hat, die richtige Perspektive zu sehen, das ist in, wie ich gesagt hatte, jetzt hier in Markus 14, 62. Da sagt Jesus, ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Oder in Hebräer 1, Vers 3, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden erwirkt hat. Es geht um den, der auf dem Thron sitzt. Es geht um den, der die Herrschaft trägt. Wir haben den Text aus Jesaja gelesen. Auf seiner Schulter ruht Macht und Herrschaft und Rat und Verheißung und wunderbarer Ratgeber und all diese Attribute, dem, der auf dem Thron sitzt. Jesus hat sich auf den Thron gesetzt, zur Rechten der Kraft Gottes. Ich habe über diese Worte nachgelesen, habe studiert darüber, habe mir andere Bücher geholt und ich will euch jetzt gar nicht diese ganze dieses ganze Ergebnis mitgeben, sondern mir geht es darum, dass ich euch einen Ausblick schaffe auf den, der in deinem und meinem Leben das Sagen hat. Diese Identität, die wir in Jesus haben. Er, der sich gesetzt hat zur Rechten der Kraft Gottes und sich für uns verwendet. Unsere Identität mit ihm, das ist das gleiche Bild, wie es verwendet wird von dem Weinstock und den Reben. Oder wo sich dieser Blutkreislauf, dieser Blutaustausch darstellt. Wo er ist, da bin ich. Gott in mir, Christus in mir, Christus in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Mit ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Du kannst nicht du bist nicht alleine. Du bist nicht hoffnungslos. Du bist nicht irgendwie auf diesem weiten Kampffeld alleine und du wirst mit dem Stecken immer und immer verdroschen, sondern an deiner Seite, in dir, lebt der, der sich gesetzt hat zur Rechten der Kraft Gottes. Und er wird dir immer mehr Offenbarung schenken. Er wird dir geben,
wie du das mit dem hingegebenen Leben verstehen kannst in deinem Leben. Er wird dir Zuversicht geben, Freude, Gunst, seine Segnungen lässt er dir zukommen. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er sieht dich und er hört dich und er vertritt dich. Das Beste ist, du hast den besten Platz im Haus bekommen. Der beste Platz gehört dir. Denn die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das heißt, wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du mit ihm eingesetzt in der Himmelswelt. Dann sitzt du mit ihm zur Rechten der Kraft Gottes. Als ich das gelesen habe, ich war wirklich echt überwältigt. Die Züricher Bibel sagt diesen Text nochmal anders und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben in Christus Jesus. Du hast den besten Platz bekommen. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Es ist die Vergebung deiner Schuld, Vergebung deiner Sünde und erhoben, dass du sitzen kannst, sitzen darfst zur Rechten der Kraft Gottes. So, wir schauen jetzt auf den, der auf dem Thron sitzt und dem alle Herrschaft gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Weißt du, nichts, was in deinem und meinem Leben passiert, ist fern von dem, dass er es nicht sieht, dass er es nicht mitkriegen würde. Und wie gesagt, viele haben den Eindruck, ihr Gebet geht nur gerade mal von eben bis jetzt und es hat keine Auswirkungen. Das stimmt so nicht. Denn in Römer 8, Vers 34 heißt es, dass Jesus, wo er zur Rechten der Kraft Gottes sitzt, sich für uns verwendet. Das ist so ein Wort, was wir gar nicht mehr so richtig kennen. Und dieses Wort sich für uns verwendet, das heißt, sich um jemandes Interessen kümmert, jemanden nutzen, sich einsetzen, sich für jemanden bemühen oder sich für ihn eintreten, ihn verteidigen. Er ist unser Advokat. Er ist der, der uns Recht spricht. Er ist der, der, wenn der Verkläger der Brüder kommt, sagt, ich stehe hier. Mein Blut ist für diesen Menschen, für dieses Kind Gottes vergossen. Ich bin mit ihm. Ich bin für ihn. Ich bin alles in allem in ihm. Und alle diese Synonyme sprechen davon, dass Jesus gerade jetzt für dich und mich zu Rechten der Kraft Gottes sitzt. Und er möchte dir sagen, hab Glauben, mein Kind. Hab Glauben, ich bin jetzt für dich da. Ich höre dir zu, ich bin für dich. Ich warte auf dich und dein Reden mit mir. Ein hingegebenes Leben bedeutet, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Ein hingegebenes Leben bedeutet, dass wir die Dinge ablegen, die uns zurückhalten, die uns immer wieder zur Seite ziehen oder wo wir immer hin und her und her und hingezogen werden und wo wir keine klaren Strukturen in unserem Leben setzen, wo wir Kompromisse mit dem Feind eingehen, wo wir sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und ja, ich weiß auch nicht oder ach, ist mir ja schon wieder passiert, naja, ich kann ja beten und dann vergibt Jesus mir das wieder. Das ist nicht das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat, sondern er hat sein Leben hingegeben, damit wir mit ihm eins werden können und damit wir in dem Leben leben können, was er für uns möchte. Was ist die Kraft? Was ist diese Kraft Gottes? Zur Rechten der Kraft Gottes. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er auf euch kommt. Du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn du mit dem Herrn bist, wenn du diesen Heiligen Geist in dir hast, dann bist du mit dieser Kraft Gottes verbunden. Die Kraft Gottes, die das
ganze Universum geschaffen hat. Das musst du dir mal vorstellen. Nicht, die Kraft Gottes ist nicht etwas, was irgendwie so mal da ist und mal nicht da ist und man kann sie nicht finden oder irgendwas. Nein, die Kraft Gottes ist in dir, weil du mit ihr verbunden bist. Du kannst ihn in seiner Kraft erleben. Und diese Kraft Gottes ist der Name Gottes, der auch sagt, ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Das ist etwas, was nie wieder auf der ganzen Welt gefunden wird, sondern er ist alles in allem. Und der dich gerufen hat aus der Finsternis zu seinem Licht. Er hat dich gerufen aus der Finsternis des Reiches des Feindes zu seinem Licht, zum Licht des Reiches Gottes. Und da sitzt er und er möchte dir zusprechen, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist das, wenn Jesus uns vertritt. Ich halte dich. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Ich bin für dich. Und diese Herrlichkeit, die von dem Thron Gottes fließt, diese Erfrischung für unseren Geist, dieses Leben, dieser Segen, dieser Sieg, diese Bewahrung und diese Zuversicht, das ist das, was wir von dieser Rechten, von dieser Kraft Gottes, von dem Thron Gottes in unser Leben hinein fließen lassen, was Jesus durch seinen Geist in uns fließen lässt. Diese Zuversicht. Hab Zuversicht. Setz deine Zuversicht auf den Herrn. Er wird dir geben. Und hör nicht auf zu bitten und zu begehren, was der Herr dir geben soll. Auch wenn es vielleicht lange Distanzen hat. Auch wenn es nicht gleich aufhört. Ich bete wirklich für die, die jetzt ermüdet sind. Wir haben in dieser Woche Gebetsanliegen bekommen, wo Leute wirklich schon länger unter Bedrückung sind, wo Kinder unter Bedrückung sind, unter psychischer Bedrückung sind, unter psychischen Krankheitsbedrückungen sind. Und ich sage dir, höre nicht auf zu glauben und zu beten und zu bitten, dass die Dinge Gottes hervorkommen, dass er dir Bewahrung schenkt, dass er dir Sieg schenkt, dass er dir hilft, dass du die Dinge überwindest, dass er dir hilft, dass du im Glauben bleibst. Werf den Glauben nicht weg. Leg das nicht zur Seite und sag, ach, hat ja auch nicht funktioniert. Der Glaube ist eine Zuversicht des, das man hofft. Halte das fest. Zweifle nicht, auch wenn es jetzt noch nicht da ist. In der Offenbarung lesen wir von dieser Herrlichkeit des Lammes. Wir lesen von dem Löwen, der auf dem Thron sitzt. Wir lesen, dass das Lamm die Siegel öffnet. Alle diese ganzen Dinge gehören mit zu diesem Bild des Thrones Gottes. Und du und ich, wir sind mit eingesetzt, mit sitzend zur Rechten der Kraft Gottes. Das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr, sehr beschenkt hat und was mir sehr geholfen hat, diese richtige Blickrichtung zu behalten. Und wo wir jetzt über diesen Feind und von dieser Bedrohung, durch den Stecken des Treibers gehört haben. Wir wollen Leute sein, die die richtige Perspektive haben, die sagen, danke Herr Jesus, dass ich mit dir sitze auf dem Thron zur Rechten des Vaters, zur Rechten der Kraft Gottes. Und von daher kommt alles, kommt unser Leben, kommt unsere Zuversicht. Wir wollen jetzt noch zum Abschluss, ich möchte euch daran erinnern, wir hatten ja am Anfang um das Vaterunser drumherum gebetet. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Martin kommt jetzt gleich. Und wir wollen nochmal jetzt zusammen dieses Vaterunser beten. Das könnt ihr ja alle auswendig. Und wir wollen uns dafür jetzt einfach so auch in unseren Herzen bereit machen, dass wir auch wissen, der Vater im Himmel, das ist der, der auf dem Thron sitzt und Jesus
zur Rechten des Vaters. Es gibt nicht zwei Throne, es ist ein Thron. Und wir sitzen mit ihm. Wir sind verbunden mit ihm. Wir in ihm und er in uns. Und dafür preise und lobe ich den Herrn, dass er uns diese Perspektive schenkt, diese Sicht, diese Aussicht, diesen Blick auf ihn. Und wir wollen da jetzt gemeinsam beten. Herr, ich bete, dass wir in diese Sicht der Dinge kommen. Ich bete, dass wir dich sehen, sitzend zur Rechten der Kraft Gottes und dass du dich für uns verwendest, dass du uns vertrittst in den Anliegen, die wir haben, dass du uns hilfst, in die richtige Perspektive zu kommen, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, unsere Identität ist in dir und wir sind verbunden mit dir. Wir sitzen mit dir auf diesem Thron und von daher üben wir Regentschaft aus. Wir üben Autorität aus über jede böse Macht, über jeden Stecken des Treibers, über jede Bosheit der Himmelswelt und über jeden Feind. Und wir werden zu Überwindern gemacht durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Ja. Yes. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Und schau mal, wenn wir beten, dass der Herr uns unser tägliches Brot geben soll. Das war genau das, was der Feind geraubt hatte. Ja. Die Ernte, die er vernichtet hat. Und das tägliche Brot steht für so viel. Für den Ertrag unserer Arbeit, auch den Ertrag beispielsweise von missionarischen Aktivitäten, von Gebet, von evangelistischen Sachen. Für den Ertrag, was wir für das Reich Gottes tun. Ja. Grundsätzlich. Ja. Ja. Und der Feind raubt das. Schau mal, seit über 100 Jahren gibt es so viele Aktionen in der Christenheit, wo gebetet wird, wo evangelisiert wird, wo alles Mögliche versucht wird, um Menschen für den Glauben zu gewinnen. Und weißt du was? Es gibt heute von der Gesamtzahl her genauso viele Leute, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, wie vor 110 Jahren. Obwohl wir so viel wesentlich mehr von den Millionen mehr Einwohner, also Bewohner geworden sind in Deutschland. Das heißt, die Zahl des Christen, der Christen ist noch mehr gesunken. Wir befinden uns irgendwo, also Leute, die sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zum Herrn, ich glaube an die Bibel, ich bin wiedergeboren, irgendwo zwischen 1-2%, wahrscheinlich eher an den 1%. Und deshalb ist das etwas, was auch für die Gesellschaft eine winzige Minderheit ist. Ja, wir sind eine Randgruppe. Eine kleine Randgruppe. Ja, und das ist etwas, was sich ändern wird. Ja, was sich ändern wird, weil der Herr hat uns die Autorität gegeben, im Geist in der richtigen Weise für unsere Nation zu stehen. Wenn wir in Regentschaft mit ihm sind. Amen. Aber das ist doch genau das, was wir hier im Vaterunser auch machen. Ja. Dein Reich komme. Eben nicht das Reich des Feindes, eben nicht das, was er geplant hat, eben nicht die Absichten der Menschen, die vom Feind verführt sind oder was auch immer, die er als seine Agenten gebraucht, sondern Reich Gottes kommt mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Licht, mit seinem Shalom, mit seinem Segen und so weiter. Und das ist etwas, wofür wir stehen und das ist etwas, wofür wir auch beten und deshalb auch diese Gebetsgruppe für den Nissi-Beter, zu dem ich nochmal was sagen möchte. Ja. Nissi ist ein Name Gottes. Und den, ich hatte letzte Woche darüber gesprochen, der wird uns mitgeteilt, als der Kampf war von Josua und das Volk Israel gegen Amalek. Das heißt, Israel ist aus Ägypten ausgezogen und der erste Kampf, die erste Schlacht, das erste Problem, das war Amalekiter, die gegen
Israel gekämpft haben. Das war die Story, wo Mose oben auf dem Berg war und zwei seiner Leute, Aaron und Hur, haben ihm die Hände hochgehalten, damit er beten konnte. Und das heißt, wenn die Hände gesunken sind, dann hat der Feind wurde stärker und hat überwunden. Und wenn er die Hände hochgehalten hat, hat Israel, also das Volk Gottes, die Oberhand gehalten. Und nachdem diese Schlacht geschlagen war und dieser Sieg errungen war, der im Übernatürlichen durch Gebet errungen worden ist, da hat Mose ein Altar gebaut. Ja. Der Herr wird er sehen, heißt das. Und das ist auf Hebräisch Yahweh Nissi. Und da haben wir gesagt, das ist etwas, was wir... Der Herr mein Feldzeichen. Ja, genau. Der Herr mein Banner, der Herr mein Feldzeichen. Das ist das, wo wir gesagt haben, das ist es, wo wir sagen, da nehmen wir den Namen her. Ja. Weil wir wollen Beter sein, die auf dem Berg, also sprich in einer erhöhten Position, in Autorität, in unserer Position, im Verständnis, wer wir sind. Zur Rechten Gottes. Mit der richtigen Identität. Ja. Ja. Von da aus beten, genau, in der Position, die der Herr uns gegeben hat, um im Grunde genommen unser Land zu segnen und die Absichten Gottes hervorzubringen. Und das ist nichts für jedermann, wirklich. Das ist auch nicht dramatisch, wenn du sagst, da möchte ich, ist nicht mein Ding. Verstehe ich. Das ist was für Fürbitte-Leute, die im Kämpferischen sind. Da gibt es auch ab und zu mal Fasten und so weiter. Das ist, es ist etwas, wo man zu berufen sein muss und sagt, jawohl, da bin ich dabei. Wie diese 300 Kämpfer da bei Gideon vielleicht, die der Herr zusammenbringt. Das braucht keine Riesentruppe sein. Wichtig ist, dass es Leute sind, die sagen, jawohl, ich will wirklich kämpferisch von dieser Position, weil ich ein Verständnis unserer Identität habe, weil ich weiß, wer ich bin in Christus, will ich für unser Land, für unsere Nation beten und will diese dämonischen Kräfte, wie diese Midianiter oder wen auch immer, zurückdrängen, besiegen, Volk Gottes segnen, die Menschen segnen und dazu führen, dass Menschen die Gelegenheit haben, unmanipuliert, völlig bei klarem Verstand, sich für oder gegen ein Leben mit Jesus entscheiden zu können. Weißt du, und das ist etwas, was momentan nicht geht. Die Menschen sind in einem Zwielicht, die sind in einer Verwirrung, die wissen überhaupt nicht, dass sie auf dem Weg in die Verdammnis sind. Und das muss sich ändern. Dazu muss das Licht kommen, damit sie wissen, dass sie sich entweder auf die Seite der Finsternis begeben, was werden manche machen, oder eben, Halleluja, ins Licht gehen. Amen. Das ist das, was wir empfinden, Deutschland im Tal der Entscheidung. Ja. Herr, und wir beten dafür, dass das wirklich hervorkommt, dass hervorkommt, dass dein Volk aufsteht, dass dein Volk in Position geht, dass sie sich nicht länger berauben lassen vom Feind, sondern in dem Verständnis, was du für uns getan hast, in der Position, in der Identität, in der Autorität, die uns gegeben ist, dass wir vorwärts gehen und den Feind in seine Schranken weisen. Nicht ein falsches Verständnis, Herr, dass wir alles meinen, gut heißen zu müssen, was böse ist. Nein, sondern dass wir wirklich vorwärts gehen in der geistlichen Dimension. Denn du hast uns gesagt, wir sollen gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt kämpfen. Wir sollen gegen die Gewalten kämpfen und gegen diese Kräfte, die sich einfach aufstellen, gegen Erkenntnis des Guten, Erkenntnis des Lichtes, von dem, was von dir kommt. Das hast du gesagt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen diese Strukturen, diese dämonischen Kräfte. Ja, und dafür danken wir dir. Wir sagen, Deutschland wird sich verändern. Die Propheten haben es gesagt. Es kommt zu einem gewaltigen Shift. Es kommt zu einer gewaltigen Veränderung. Es wird Erschütterung über Erschütterung über Erschütterung geben. Und das Licht wird immer mehr zunehmen. Es kommt diese Welle von Licht über unsere Nation. Und Dinge, die heute noch völlig verborgen und versteckt sind, im Geheimen sind, sie werden ans Licht kommen, sie werden ans Licht kommen. Mag es den Menschen in der Welt denkbar erscheinen oder nicht, mag es ihn realistisch erscheinen oder nicht, mögen sie es für Spinnerei halten oder nicht, es ist vollkommen wurscht. Es ist das, was der Herr sagt. Und er wird sein Reich bauen. Amen. Er wird seine Kraft schenken. Er wird seine Herrlichkeit geben. Ja. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen. Yes. So, jetzt sind wir... Ich hätte noch einen Werbeblock. Nein. Doch. Ein klein. Du bist nicht gegen Werbeblöcke. Nein, nicht wirklich, aber... Wir glauben an gute christliche Bücher. Und das ist hier dieses eine, was nämlich genau zur Situation passt. Mhm. Wir schlagen euch die Bücher nicht vor, weil wir nichts Schlimmeres zu tun haben. Das sind alles Bücher, die wir selber gelesen haben.
Weißt du, wir haben bei uns im Shop nur vielleicht 60, 70 Produkte. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, das ist wirklich etwas, was Leute weiterbringt, was ihnen hilft und was wir selbst gelesen haben. Ja. Und hier ist das Buch Armee der Engel. Armee der Engel, da geht es genau darum, wo es darum geht, wie man mit der übernatürlichen Dimension voranschreitet, um wirklich Dinge in Veränderung zu bringen. Ja. Das Gute bei dem Buch ist, es stehen hinten ganz viele Proklamationen drin, die man beten kann, wo man im Gebet stehen kann, wo man auch ein Verständnis darüber bekommt, was Engel in unserem Leben tun oder nicht tun. Es geht hier nicht darum, dass wir eine neue Engelslehre oder mit Figürchen und mit irgendwie so einem komischen Kram haben, sondern Schutzengel. So ein Kram halt. Sondern die Darstellung von Engeln, wie es die Bibel beschreibt. Ja, als Kämpfer. Und auch mit Proklamationen hinten drin. Sehr prophetisch. Ist, sehr hilfreich. Ja. Es ist extrem hilfreich und es gibt auch Prophetien einfach, dass die voranschreitende Armee der Engel, die der Herr sendet, sich eben mit den Kämpfern im Gebet verbindet. Von daher ist das ein Buch, wo wir sagen, wer also da Interesse dran hat, das ist super, super hilfreich. Von Tim Sheets, ein grandioser Typ, auch selbst sehr prophetisch unterwegs. Ja. Ist auch nicht teuer, 13,95, kannst du bei uns im Shop bestellen. Und nochmal einfach ein Buch, was wir euch nochmal empfehlen wollen. Immun gegen Angst, ganz, ganz, ganz frisch. Wir hatten es letzte Woche schon gesagt, von Daniel Kolender und Reinhard Bonke. Ganz neu, das ist 60 kurze Kapitel. Ja 60 Tage, also eigentlich für 60 Tage. Ja, für 60 Tage. Ein Büchlein, Hardcover, farbig. Ja. Gutes Geburtstagsgeschenk. Super zum Verschenken. Und auch jetzt gerade immer noch, heißt ja Immun gegen Angst. Und ihr wisst alle, ihr habt immer mit Leuten zu tun, die jetzt gerade mit dieser Corona-Angst immer noch unterwegs sind. Wir sind ja noch nicht durch. Nimm das Buch, verschenk das. Gib das mal deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, wo du schon im Gespräch vielleicht gewesen bist. Und, naja, also für Christen. Es ist schon für Christen gedacht. Für Christen. Genieße den Herrn, schau auf ihn, der sich gesetzt hat zur Rechten der Kraft Gottes. Und wir segnen euch mit diesem Aufblick in Jesu Namen. Amen. Amen. Ciao. Ciao. Blessings. Yes. Seid gesegnet. Bis nächsten Freitag.